Aber es gibt die schrägsten Ängste. Ich habe mich da jetzt für das Programm ein bisschen informiert. Es gibt Leute, die haben Angst, ernsthaft, die haben Angst vor Erdnussbutter. Aber nicht vor einer allergischen Reaktion, das habe ich zuerst geglaubt, sondern die haben Angst, dass die Erdnussbutter am Gaumen bitten bleibt. Und ich verurteile das nicht, aber man sieht, das ist sehr abstrakt für jemanden, der aus Österreich kommt und quasi noch nie Erdnussbutter gegessen hat. Also mir müssten sie ja fürchten davon, ne? Weil kennen sie ja nicht. Aber vielleicht gibt es sogar wen mit der Angst, man weiß es nicht. Fantasie, das was ich denkst, das denkst du nie. Wenn ich was lese, stell ich mir's vor. Dann hab ich Bilder in mein Hirn. Ich kann die Menschen richtig spüren. Und manchmal riech ich's auch sogar. Drum lese ich meist keine Thriller, weil sonst traum ich nur vom Killer. Und das will ich wirklich nicht. Und ich fürcht große Menschenmassen, es genügen schon Schulklassen, doch was ich am meisten fürcht, ist blöd. Weil ich fürcht dein Buch noch viel mehr, das Lesen wäre für mich sehr schwer, ich weiß, dass keiner mich versteht. Allein nur der Gedanke dran und ich fang schon zum Schwitzen an, ihr wisst bestimmt, von was ich red. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. So viel Leid, so viel Leid. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. So viel Leid, so viel Leid. Ganz gleich ob Meier, Jedlitschka, ein netter, krasser Prohaska, jeder hat eine wilde Geschichte. Und auch eine Stimme und ein Geruch, meine Fantasie, ich dann verfluch. Vertrauen haben in fremde Leute, das hab ich gelernt, das ist nicht gescheit und potenziell ist jeder gefährlich. Zu wissen, wer da neben mir wohnt, hat sich für mich noch nie gelohnt. Ich mag das anonym sein, ehrlich. Doch fürcht ich ein Buch noch viel mehr, das Lesen wäre für mich sehr schwer. Ich hoffe, dass keiner mich versteht. Allein nur der Gedanke dran und ich fang schon zum Schwitzen an. Ihr wisst bestimmt, von wo sie red. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. So viel Leid, so viel Leid. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Doch ich fürchte ein Buch noch viel mehr. Das Lesen wäre für mich voll schwer. Ich weiß, dass keiner mich versteht. Allein nur der Gedanke dran und ich fang schon zum Schwitzen an. Ihr wisst bestimmt, von was ich red. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst. So viel Leid, so viel Leid. Das Telefonbuch macht mir Angst. Das Telefonbuch macht mir Angst.
das Telefonbuch.